Ja, geschätzte Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Informationsveranstaltung hier im Pfarreizentrum. Die Altstadt ist unser Thema heute Abend. Machen wir mehr als Aarwohn? Ich zitiere es gerne auch hier nochmal, das ist das Motto vom Legislaturprogramm vom Stadtrat. Und selbstverständlich wollen wir auch mehr machen aus der Altstadt. Wie Sie alle bestens wissen, ist hier ein erster Versuch 2018 relativ deutlich gescheitert. Der Stadtrat will jetzt hier den Faden wieder aufnehmen, aber wir wollen es da mal ein bisschen anders angehen. Letztes Mal hat man viel über Verkehrsführung geredet, über Infrastruktur, über Leitungen, aber ein bisschen weniger über die Nutzungen, die wir gerne hätten und die vielleicht auch realistisch sind und vor allem auch, wie wir dort hinkommen. Und da wollen wir eben dort eigentlich den Fokus drauf legen. Wir wollen uns wirklich fragen, ja, was ist denn realistisch in dieser Altstadt an Nutzungsmöglichkeiten? Und vor allem auch, wie kommen wir dort hin? Die Frage hat sich schon mal jemand gestellt, eben ESPA Swiss, das ist ein Zusammenschluss von schweizerischen Stadtplanern, die haben 2010 schon mal eine Studie gemacht. Die ist dann irgendwie ein bisschen in der Schublade verschwunden, sie ist auf alle Fälle nicht wirklich ins Projekt 2018 eingeflossen. Und vor allem ist sie natürlich auch veraltet, oder? Weil die grosse Änderung ist ja 2013 passiert, mit in Betriebssetzung von der NLK, von der neuen Linienführung von der Kantonstrasse, wo natürlich für die Altstadt eine gewaltige Verkehrsentlastung gebracht hat. Aber eben seit hier steht ein bisschen im Raum, ja, wie soll es denn jetzt weitergehen? Und das ist das heutige Thema. Ich will nicht mehr weiterreden hier, sondern das Wort unserer stellvertretenden Leiterin von der Stadtentwicklung geben. Sie wird dann auch noch die weiteren Akteure vorstellen und Ihnen jetzt einfach einen informativen Abend wünschen. Danke vielmals. Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Ich freue mich dass, über Ihr Interesse. Auch ich kann mich ganz kurz fassen. Die Hauptakteure am heutigen Abend sind unsere externen Experten von ESPA Swiss, vom Netzwerk Altstadt von ESPA Swiss, Paul Hasler und Uli Strauss. Ich denke, ich muss ein bisschen weiter weg, oder, dass es nicht pfeift, ja. Die werden Sie am heutigen Abend über den geplanten Prozess informieren. Der das Mikrofon ein bisschen näher. Danke. Ja, also, was haben wir vor? Im Prinzip, Dominik Dietzi hat es schon angesprochen, das Projekt 2018 ist abgewählt worden. Es hat nicht überzeugen können. Es hat den Fokus auf ja, Oberflächenkorrekturen gelegt, auf Aufwertung vom Strassenraum, auf Gestaltungskonzepte von der Aussenräume. Das ist alles sehr wichtig, aber es reicht eben noch nicht. Es fehlt ein Gesamtbild auf die Stadt, es fehlt ein Gesamtmaßnahmenpaket und dieses Gesamtbild, das erhoffen wir uns von dem, was jetzt ESPA Swiss vorhat, nämlich eine Nutzungsstrategie. Wie viele andere Regionalzentren befindet sich auch Aarwohn im Strukturwandel. Wir kennen es alle von unserem eigenen Konsumverhalten. Man bestellt übers Internet und der Detailhandel, die kleinen Läden, die, ja, die kommen eben nicht zum Zug. Und so passiert eben etwas, was einfach an vielen Orten passiert und mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Und die Aussicht, die uns die Experten von ESPA Swiss, vom Netzwerk Altstadt liefern können, die wird uns, so hoffen wir, helfen, dass wir diese Maßnahmen erkennen können und ja, einfach ein Maßnahmenpaket entwickeln können, das wir dann auch umsetzen können in der Folge, wo wir Projekte dann verwirklichen können und die eben breit gestreut sind und nicht auf nur der Straße, ja, der Außenraum sich beziehen, sondern vor allem auch Fragen beantworten können, was passiert mit der Erdgeschosse, was passiert mit der Gastronomie, mit der Läden. Diese Nutzungsstrategie, die wir jetzt starten wollen, ist ein bewährter Prozess, den hat ESPA Swiss schon in über 20 Gemeinden durchgeführt. Das ist ein partizipativer Prozess,
der Bevölkerung sie alle einbeziehen möchte und in etwa bis November 2021 durch wird. Die Altstadtanalyse für 2010 ist nicht verloren. Das ist ein Instrument, das nochmal aufgeschafft wird und auf das das Ganze aufbaut. Ja, in dem Sinn möchte ich eigentlich nur gerne nicht mehr sagen, sondern möchte an Paul Hasler übergehen, dass er einfach Ihnen das, den Prozess einmal weiter näher vorstellt. Danke. Merci vielmals. Voilà. Ja, von unserer Seite, Uli Strauss und mir, auch einen herzlich schönen Abend. Wir sind ja da, um Ihnen helfen, mit Ihrer Stadt etwas anzufangen. Es ist nicht unsere Stadt und wir haben eine externe Rolle. Und eine externe Rolle hat immer Vor- und Nachteile. Und ein Vorteil ist, wir haben eine Sicht von außen, wir haben ein Vergleichswissen, das wir haben schon andere Städte gesehen. Und was wir jetzt heute Abend Ihnen möchten bringen, ist mal ein erster Eindruck. Natürlich, wir sind 2010 schon in Abron gewesen. Also ich persönlich war dort gewesen, mit einem anderen Kollegen. Und in diesen 10 Jahren ist viel gelaufen. Und wir möchten Ihnen heute ein bisschen zeigen, wie wir die Ausgangslage, wie wir die Problemstellung sehen. Und das darf auch verbunden sein mit gewissen Fragen, mit gewissen Inspirationen. Wir haben immer wieder das Gefühl, planen oder über die Zukunft reden ist dann gut, wenn es lustvoll ist. Und wenn man sich anfängt zu streiten und wenn es mühsam wird, dann braucht es einfach sehr viel Kraft. Also wir probieren immer ein Stück weit auch zu zeigen, dass eigentlich über die Zukunft zu reden etwas ist, was uns inspirieren sollte, wo man sagt, das macht, da ist Lebensqualität, dass wir das können und dass wir das dürfen. In dem Sinne auch ein grosses Merci an die Stadt, dass sie den Prozess zahlt, dass sie uns beauftragt hat. Wir haben das Gefühl, das ist auch immer ein Geschenk an die Bevölkerung, dass man sagt, lasst uns zusammen schauen, wo wir möchten hin. Arbon, tolle Ausgangslage, aber es ist schon so, wenn wir von außen kommen oder so an das Arbon, dann haben wir den Eindruck, das ist ja eigentlich eine tolle Ausgangslage, also eine wunderschöne Situation, eine historische Stadt, schon bei den Römern, die Römer haben schon gewusst, dass es da schön ist, etc. Und, so. Und das Aber, das ist ganz interessant, wo ist denn das Aber? Wenn man das genauer anschaut, kann man sagen, Arbon liegt wunderschön am See, im Umfeld von mehreren anderen Gemeinden, ist sicher eine sehr gute Lage. Das Aber ist sicher erstens mal, sie haben als Regionalzentrum, und das sind sie, ein halbiertes Einzugsgebiet. Das macht viel aus. Also wenn Sie jetzt einen anderen Ort sich vorstellen, wie Frauenfeld oder Wiefeld oder so, die haben eigentlich immer 360 Grad Einzugsgebiet. Das haben sie nicht, sie haben 180 Grad. Das ist ein Unterschied. Zweiter Punkt ist, sie sind eine unter vielen. Das ist nämlich die Situation. Das heisst, sie haben mehrere Ortschaften um sich herum, die ungefähr die gleiche Bedeutung haben oder möchten haben oder können haben. Plus sind noch grössere, nämlich einerseits da die Stadt St. Gallen. Und sie haben natürlich Konstanz, die nicht weit weg ist. Und es gibt vielleicht noch mehr, die wir jetzt in dem Sinn gar nicht aufzählen. Das heisst, sie müssen relativ gut sein, um in der Region Leute oder Kunden oder Publikum oder was es auch immer ist, auf Arbon zu holen. Und das Regionalzentrum lebt davon, dass es natürlich eben Kunden anzieht, dass es Publikum anzieht. Könnt ihr ein bisschen weniger Loop machen? Ah, ja, vielleicht. Das stimmt, das könnte man vielleicht noch ein bisschen dimmen. Genau. Ich bin natürlich jetzt schön hell, das ist toll. Gut. Ja, und dann kommt natürlich der Faktor Internethandel dazu etc. Das wissen Sie alles. Wir sind in einer Zeit, wo das Regionalzentrum mit dem klassischen Datenhandel etc. sehr unter Druck geraten ist. Sie werden wahrscheinlich selber wissen, wie Ihr Einkaufsverhalten ist. Man ist eben nicht nur noch in diesen Altstädten und in den Ortskernen unterwegs, sondern man
man ist sehr oft eben auch in die anderen Strukturen unterwegs und kauft neu mit anderen Ski oder im Internet. Wenn wir mal ein bisschen schauen, was treffen wir an, der Uli Strauss und ich, wir sind, man kann sagen, wir sind Fachleute, gleichzeitig sind wir auch einfach neugierig und wir probieren ein bisschen herauszufinden, was sehen wir überhaupt da. Da kann man sagen, was uns prägend dünkt an Arbon, ist sicher, das ist eine Stadt mit einer ganz mächtigen industriellen Vergangenheit. Die industrielle Vergangenheit bzw. die Industriephase ist zu Ende gegangen. Sie haben heute grosse Flächen, die zur Verfügung stehen. Das bedeutet einerseits Chancen, das sehen Sie, es wird viel gebaut, und andererseits ist das eine grosse Herausforderung, weil natürlich der Umbruch, der mit dem Wandel kommt, der bedeutet natürlich auch, dass sich die ganze Konstruktion vom Stadtkörper jetzt anfängt zu verschieben. Jetzt plötzlich kommen sie mehrere hundert, vielleicht sogar mehrere tausend Einwohner über an neue Stellen. Das Gewicht wird verschoben. Das sind neue Leute, die nicht Anwohner sind. Sie werden über Identität müssen reden. Sie müssen darüber reden, wer sind wir denn überhaupt noch? Ist das auch Anwohner? Das sind einfach Sachen, die lange Zeit dauern und sie sind nicht abgeschlossen in dem Moment, wo einfach die Häuser stehen, sondern dann geht es erst los. Und das sind Aufgaben, die sie selber werden spüren. Das ist eine Herausforderung. Und auch das Verhältnis von der Altstadt zu den neuen Quartieren, das wird ein riesiges Thema sein. Die Altstadt, die an Bedeutung verliert, die neuen Quartiere, die jetzt plötzlich erstrahlen, die jetzt plötzlich heisst, ja, da hat es einen tollen Laden gegeben, da hat es ein super Restaurant gegeben. Und jedes Mal tut es einem irgendwie ein bisschen weh, dass man sagt, ja, aber wieso hätte man das nicht in der Altstadt machen können? Und über das werden wir sicher reden. Dann ist es gesagt worden, der Verkehr ist jetzt verlagert, das ist ja eigentlich ganz prima, aber die Frage ist ja noch offen, kann man jetzt von dieser Verlagerung gewinnen? Man hat sie sich sehr, sehr gewünscht natürlich. Ich kann mich erinnern, 2010 war das ein grosses Hoffen gewesen, dass man gesagt hat, hoffentlich kommt die neue Linienführung von der Kantonsstrasse. Jetzt ist sie da, man sieht sie. Sie hat natürlich ihrerseits wieder eine Wunde gerissen in den Stadtkörper, das muss man auch immer sagen. Es ist, so ein Tunnel ist jetzt nicht etwas Tolles, aber sie hat natürlich die Chance eröffnet und mit denen müssen wir umgehen. Es ist erwähnt worden, man hat den ersten Anlauf hat man in dem Sinn nicht angenommen, das hat seine Gründe gehabt. Mit dem muss man heute einigermaßen sportlich umgehen und sagen, ja, es wäre schön gewesen, man hätte es gerade aufs erste Mal geschafft, etwas zu kreieren, das alle überzeugt, das hätte man nicht können. Und unsere Aufgabe wird sein, dass man sagt, kann man es besser machen, wie sieht denn die Altstadt von der Zukunft aus? Man sieht da jetzt einen Haufen Leute, über das wird man sicher müssen reden. Haben wir denn überhaupt noch eine Altstadt, wo die Leute hingehen? Da ist, man sieht es da nicht wahnsinnig gut, das ist da die Hauptstraße. Also das ist sicher die Achse, wo man am stärksten wird drauf schauen, sagen, was läuft denn da in Zukunft noch, wie sieht denn das aus, wenn es in dem Sinne keine Durchfahrtsachse mehr ist. Was auch wichtig ist, der Niedergang von der Altstadt, Niedergang in Anführungszeichen. Es geht vor allem darum, dass die Altstadt nicht mehr der Begegnungsort ist, nicht mehr der Einkaufsort ist, wo sie vielleicht 50 oder 100 Jahre lang war. Das ist schmerzhaft, das ist eine Tatsache. Wir werden ihnen die Läden nicht zurückbringen, Uli Strauss und ich, das schaffen wir nicht, das kann eigentlich niemand. Das ist wie eine Phase, die zu Ende gegangen ist. Die Frage ist, welche Nutzungen wird es geben, über das werden wir noch schnell reden. Andererseits, Sie müssen sich immer vorstellen, die Altstadt, die ist schon sehr alt und wir reden jetzt über eine Phase, die schmerzhaft ist, und auf die Phase, die schmerzhaft ist, wird wieder eine Phase kommen, wo man sagen muss, jetzt stimmt es wieder, jetzt ist es wieder super. Das sind halt Umbruchphasen. Wir tun manchmal in unseren Vorträgen auch sagen, dass vor 150 Jahren unsere Altstädte keine Läden hatten. Der Laden ist eine Erfindung, der ist erst mit der Industrialisierung gekommen. Vorher hat es keine Läden gegeben, das hat einfach nicht existiert. Es hat einen Markt gegeben und es hat Handwerker gegeben. Entweder hat man es auf dem Markt können kaufen, das Zeug, oder man ist zum Handwerker gegangen oder man hat es eben selber erzeugt. Und die Läden sind eigentlich erst gekommen vor 100, 150 Jahren. Und in den letzten 50 Jahren haben wir die Einkaufsstadt gehabt. Und mit der sind wir alle aufgewachsen. Also das Warenhaus und der Bäcker. Und das ist natürlich eine Fülle, die wir sehr genossen haben. Und die Phase, die geht jetzt mindestens in vielen Altstädten geht die zu Ende. Und das ist bitter, das ist so. Und es hinterlässt Wunden, leere Schaufenster etc. Und es ist sehr, sehr wichtig,
dass man darüber redet, dass man schaut, wie gehen wir mit dem um. Wir sind also ein bisschen auch Sozialarbeiter, kann man sagen. Wir müssen ein Stück weit den Schmerz mit ihnen teilen. Sie sagen, ja, früher war es doch viel schöner gewesen. Und wir sagen dann, ja, stimmt, aber es ist nicht mehr so. Und ein Stück weit sind wir natürlich auch Planer und wir sind Strategen und wir sagen, schaut, in diese Richtung könnten wir etwas machen. Was ganz klar ist, und Sie sehen es auch, es ist nicht etwa so, dass irgendwie Arbon ein Problem hätte. Arbon hat kein Problem, sondern es ist sehr begehrt. Also die Wohnnutzung, die Investitionen ins Wohnen sind massiv. Es ist ein Strukturproblem in der Altstadt. Und auch das ist eine Herausforderung. Sie sehen zwar, das ist wunderschön, also es werden alles ganz fröhliche, nette Steuerzahler sein, die dann da einziehen und ihnen natürlich ihr Leben erleichtern. Das ist die gute Botschaft. Aber Sie sehen, es sind wie zwei verschiedene Entwicklungen, die da laufen. Währenddem, dass es in der Altstadt schwierig ist, ist es eben außerhalb am See sowieso läuft es sehr gut. Und das Wohnen treibt unsere Städte an im Moment. Es ist nicht der Detailhandel, es ist nicht mehr so. Vor 50, 60 Jahren war es der Detailhandel. Heute ist es das Wohnen, das eigentlich die Umsätze generiert. Jetzt, wir sind mal so frei und tun Ihnen einfach ein paar Gedanken liefern. Auch wieder so ein bisschen aus Aussicht. Das muss nicht immer richtig sein, es muss auch nicht immer entdenkt sein, aber wir haben das Gefühl, wenn wir schon kommen, möchten wir Ihnen etwas bieten, eine Inspiration. Weil wir haben nachher doch über mehrere Monate Zeit zum Diskutieren und zum Reflektieren und zum genauer hinschauen. Aber eigentlich ist es immer auch schön, um sich zu sagen, okay, was sieht eigentlich jemand von außen, der auf das Arbon hineinkommt, jemand, der vielleicht auch Erfahrung hat. Und wir zeigen Ihnen einfach mal ein paar Gedanken. Etwas sehr Grundsätzliches, was wir gesehen haben auf unseren Rundgängen, ist, dass wir glauben, wir müssen von drei Zentrumsquartieren reden, wo sie, oder drei Zentrumsbereiche reden, wo sie in Arbon haben. Einer, das ist ganz klar, das ist die Altstadt, über die wir mal vertieft reden. Aber man kann nicht nur über die Altstadt reden, sondern man muss sich ganz klar wehren, dass wir in Arbon mittlerweile so etwas wie eine neue Mitte haben. Ob der Begriff stimmt, wissen wir auch nicht. Wir haben ihn mal aufgeschnappt, wir haben ihn auch in Anführungszeichen gesetzt. Die neue Mitte steht für einen relativ gut gehenden oder mindestens aktiven Detailhandel. Grossflächig, also die grossen Player, Coop, Migros etc. sind dort. Und mit dieser neuen Mitte haben sie eigentlich ein Einkaufsquartier, wo ich würde sagen, relativ viel bietet, wo einem Regionalzentrum entspricht, wo man sich natürlich gewisse Sachen noch wünschen würde, aber im Großen und Ganzen muss man sagen, ist es nicht schlecht. Und die neue Mitte selber, die ist auch wiederum Teil von einer Entwicklung. Sie wissen, es wird relativ stark gebaut noch dahinten und es sind auch da Sachen im Gange. Und darum ist es sicher nicht verkehrt, dass man nicht nur über die Altstadt redet, sondern dass man auch immer den Bezug herstellt, dass man sagt, okay, die neue Mitte, das Einkaufsquartier von Arbon ist wichtig, das brauchen wir unbedingt und wir dürfen jetzt nicht in eine Konkurrenz denken, verfallen, dass man sagt, wir gehen dieser neuen Mitte die Läden nicht, weil man hätte lieber die Altstadt. Man muss eigentlich da ein bisschen einen grösseren Kreis ziehen und sagen, nein, es ist eigentlich sehr gut, dass Arbon überhaupt noch so ein attraktives Einkaufsquartier hat. Weil wenn das nicht bestehen oder nicht oder wegfallen, dann würden die Leute einfach vermehrt mit dem Auto halt in eine Einkaufsgelegenheit in der Umgebung fahren. So kann man sagen, sie haben es mindestens in der Stadt und wer weiß, aus dem könnte ja noch mehr entstehen. Und dann haben wir das Gefühl, es gibt wie einen dritten Zentrumsbereich und wir sehen das im Seeufer. Man kann jetzt sagen, okay, das Seeufer ist ja nur, das ist ja nur ein Grünraum, aber wir werden nachher schnell zeigen, warum, dass wir das Gefühl haben, dass wir auch da wieder Bezüge haben, die relativ wichtig sind und auch zum Teil Konkurrenzsituationen. Reden wir zuerst mal über die Altstadt. Was sehen wir in dieser Altstadt? Übrigens, ich muss dazu sagen, es gibt manchmal Bilder aus dem Jahr 2010, die da vorkommen. Das ist eines davon. Also wenn etwas jetzt nicht eingerüstet ist, dürfen sie nicht protestieren. Es gibt zum Teil Bilder, die wir von früher noch gebraucht haben. Im Großen und Ganzen haben wir aber jetzt neue Bilder gemacht oder sind immer noch am Machen. Die zentrale Frage ist, was läuft eigentlich jetzt in dem Bereich, wo der Verkehr nicht mehr so dominant ist? Gibt es neue Chancen?
gibt es irgendetwas, was man jetzt machen möchte? Man hat lange Zeit gesagt, man will den Verkehr draussen haben, jetzt ist er draussen. Und was ist jetzt? Für was braucht man jetzt die Fläche? Kann man jetzt Parkplätze machen? Wäre das wertvollste? Oder kann man rausstuhlen? Da muss man sagen, okay, rausstuhlen für wer? Oder kann man etwas anderes machen? Das ist sicher eine Frage, die wir in den Prozessen, die wir jetzt dürfen dann führen, sicher eingehend diskutieren. Bei dieser Diskussion, was im Aussenraum läuft, ist relativ entscheidend, was läuft in den Erdgeschossen der Häuser. In den Obergeschossen sind wir uns relativ klar, was passiert. Es wird mehrheitlich gewohnt und das funktioniert ja prima. Hingegen die Erdgeschosse, die sind nicht ganz so klar, was jetzt läuft. Sie wissen, da gibt es Verschiebungen, Teile der Läden sind ausgezogen, andere sind vielleicht am Ausziehen und Gastronomie ist natürlich auch wieder eine Frage. Wie weit wird eine Altstadt, wie weit kann die Altstadt mit Gastronomie funktionieren? Was heisst das für Koexistenz mit dem Wohnen? Sie wissen, das Lärm ist ein Thema etc. Also das wird sehr, sehr starke Frage sein um die Erdgeschossnutzungen. Und darum heisst es ja auch Nutzungsstrategie. Also wir reden jetzt weniger darüber, wie man soll bauen oder wie die Architektur soll aussehen soll, sondern was für Nutzungen haben wir denn in diesen Häusern. Und wenn Sie Hausbesitzer sind, dann wissen Sie ganz genau, von was ich rede, nämlich, dass ich mir sage, ja, will ich in 5 Jahren noch den Mieter haben oder will er noch in einem Jahr haben und wenn er auszieht, wer ist mein nächster Mieter? Muss ich investieren, muss ich nicht investieren, muss ich eine Strategieänderung vornehmen, muss ich ins Wohnen investieren? Das sind relativ entscheidende Fragen. Und je klarer, dass wir miteinander zu einer Vorstellung kommen, dass man sagt, mal dort könnte hingehen, umso eher ist ein Hauseigentümer auch wieder fähig oder auch bereit zum Investieren. Das ist ein bisschen die Idee, wieso dass man in solchen Situationen muss miteinander überlegen muss, wo es hingeht. Der Detailhandel ist nicht mehr prägend. Ich hätte einfach ein Foto genommen. Es muss nicht heissen, dass da Detailhandel war früher. Man kann einfach sagen, der Detailhandel ist nicht mehr prägend. Er ist auch nicht mehr prägend, weil auch die Mieterträge nicht mehr bringt. Früher, über Jahrzehnte, hat der Detailhandel hohe Mieten gezahlt oder gute Mieten gezahlt. Das ist nicht mehr so. Also Sie können heute noch einen Laden haben in der Altstadt, aber eigentlich nur noch, wenn Sie ihm wirklich sehr vorteilhafte Preise bieten können. Sonst muss man meistens sagen, das rendiert nicht mehr. Also auch das, wir müssen heute Nutzungsstrategien oder wir müssen Nutzungskonzepte erarbeiten, die nicht mehr am Detailhandel hängen. Also wir werden den Detailhandel nicht vertreiben, ist keine Frage, aber wir können nicht mehr auf den Detailhandel bauen. Wir können nicht sagen, ja, wir machen das Konzept, wo wir wieder können, irgendwie 30 weitere Läden in die Altstadt holen. Das schaffen wir nicht. Das Wohnen ist sicher ein Element, und das Wohnen ist sicher auch ein Element, das für gewisse Gassen oder für gewisse Gassenabschnitte sehr prägend wird sein in Zukunft. Das ist es heute schon. Es kann sein, dass es noch mehr Verschiebungen gibt. Das Wohnen ist auch nicht verkehrt. Man kann sagen, das Wohnen ist schon immer in der Altstadt zu Hause. Es ist ein gutes Wohnquartier. Es ist sogar ein familiengerechtes Wohnquartier, je nach Lage. Und das Wohnen ist sicher sehr, sehr etwas Wichtiges, das man sich genau anschauen muss. Das Wohnen, das ist jetzt ein Beispiel aus Rheinfelden, das Wohnen hat sehr viel zu tun damit, wie wohne ich drinnen und wie wohne ich draußen. Habe ich einen grünen Raum, habe ich einen Balkon? Und sehr oft kann man das Wohnen in der Altstadt erst dann attraktiv machen, wenn man den Aussenraum mitdenkt. Also wenn man sagt, okay, das hat die Erdgeschosswohnung, sage ich jetzt mal, da ist ein Beispiel, die braucht den Aussenraum, um mindestens im Sommer eine gewisse Lebensqualität zu haben. Sehr oft kann man sagen, ist es möglich? Nicht immer. Oft muss man eine Zufahrt oder eine Durchfahrt gewährleisten, Feuerwehr muss durch können etc. Aber oft kann man auch sagen, man dürfte eigentlich ein bisschen grosszügiger umgehen mit dem Aussenraum. Man kann unter gewissen Voraussetzungen, mit gewissen Spielregeln, eigentlich auch Wohnanliegen, Wohnaspekte da integrieren. Zweites Beispiel, Altstädte St. Gallen. Sie sehen, da ist eigentlich nur noch, da wird nur noch gewohnt und trotzdem hat es mindestens eine gewisse Attraktivität. Das heisst nicht, dass sie jetzt hier einen Haufen Leute haben. Das ist in dem Sinne nicht publikumsrelevant. Aber es ist mindestens eine hochwertige Nutzung, die nachher auch die Häuser trägt und die außenrum bespielt. Wenn wir über Wohnen und Gastronomie reden, dann ist es auch klar, dann haben wir den klassischen Konflikt. Ich meine jetzt einfach ein Bild genommen. Das heisst nicht, dass die jetzt irgendwie
böse sind oder das falsch machen. Das ist einfach so, dass je später dass es wird, umso sensibler wird es wohnen. Und wenn Sie noch davon ausgehen, dass man halt doch ab und zu will investieren ins Wohnen, ein Hauseigentümer oder vielleicht auch ein Stockwerkeigentümer sagt, mal, ich habe etwas Schönes gefunden, dann wird man auch empfindlich und dass man sagt, muss ich mir jetzt im Sommer jeden Abend das anlassen. Und da werden wir auch Lösungen miteinander diskutieren. Sei es, dass man sagt, wir haben gewisse Zonen in der Altstadt, wo man die Gastronomie will ruhiger haben oder man hat gewisse Zonen, wo man mehr erlaubt. Das sind meistens Lösungen, wie man sie in anderen Altstädten eigentlich findet. Dann kommt, man hat gehört, Verkehrsfragen, das ist immer sehr spannend. Natürlich muss man immer wieder überlegen, ja, sind die heutigen Lösungen sind die adäquat? Das Parkieren, ist das fürs Gewerbe funktioniert? Das wer parkiert über da überhaupt? Was können die Bewohner? Bei uns, das ist vielleicht der Vorteil auch, wir sind relativ pragmatisch und wir sagen uns, grundsätzlich ist das, was wir da sehen, das ist lösbar. Also wir müssen miteinander nicht streiten, wir müssen einfach überlegen, wie machen wir es am schlausten. Und wir werden sicher probieren zu helfen und man wird sicher auch dürfen Sachen verändern. Man kann sich nicht allem festhalten oder soll sich nicht allem festhalten. Und es gibt mittlerweile auch eigentlich gute Ideen. Einerseits, wie kann man gestalten, wie kann man den Verkehr führen, wie schnell darf man fahren, wo darf man parkieren. Da gibt es eigentlich viele Inspirationen und mit diesen Inspirationen muss man eigentlich arbeiten und sagen, okay, könnte es denn so aussehen oder könnte es anders aussehen, was sind das für Vor- und für Nachteile. Da haben wir das Gefühl, sind wir auch als Berater oder als Ideengeber, sind wir da eigentlich ganz wertvoll. Weiteres Beispiel ist, das ist jetzt verkehrsfrei, das ist vielleicht kein Thema oder nur ein Thema in Teilgassen. Das ist auch eine Koexistenzlösung, ja, Begegnungszone. Sie sehen mindestens, es ist viel möglich, nachdem der Verkehr draußen ist. Jetzt können Sie überhaupt diskutieren. Vorher hätten wir nicht diskutieren können. Vorher ist klar gewesen, der Verkehr muss durch. Es gibt keinen Kompromiss. Heute ist die Möglichkeit zum Diskutieren ist da. Und wir sind dafür da, mit Ihnen zusammen zu schauen, dass wir zu kreativen Lösungen kommen. Grundsätzlich kann man sagen, der Prozess, wo wir am Anfang stehen, der wird tendenziell in eine Richtung zeigen, dass man eigentlich von der Strasse, vom Strassentypus ein bisschen wegkommt. Sie sehen, da ist noch der Mittelstreifen, da war sicher mal Tempo 50 gewesen, früher Tempo 60 oder so. Also es war sehr verkehrsorientiert gewesen. Und uns ist allen klar, so gern wir alle das Auto haben, in einer Altstadt muss das Auto ein bisschen zurückstehen, muss sich wie ein Gast benehmen und entsprechend werden sich auch die Aussenräume verändern. Und wir haben jetzt hier einfach mal schnell beim Photoshop. Man sieht es jetzt da nicht wahnsinnig gut, aber Sie sehen, es wird tendenziell von der Strasse in Richtung Platzgestaltung gehen. Also man wird eigentlich das, was die Altstadt früher immer geprägt hat, nämlich dass man eigentlich einen Aussenraum hat, einen gemeinsamen, das wird man tendenziell wieder so ein bisschen in die Richtung wird man es wieder machen. Also wird die Niveauunterschiede aufheben. Man braucht nicht mehr einen Mittelstreifen. Man braucht wahrscheinlich zum Teil auch eben keine Trottoirs mehr etc. Und da kann man schauen, wohin das man kommt. Und ein wichtiger Aspekt ist, dass man sagen kann, damit bildet sich ein Stück weit Platzräume. Das sind jetzt aber nicht Platzräume, wie sie vielleicht in Paris oder in Barcelona haben, mit Hunderten von Leuten. Da muss man realistisch sein, das sind vielleicht Platzräume, die zwar eine gewisse Attraktivität haben, aber das sind vielleicht Pflanzen, die draußen stehen, ein Bänkchen, das dort ist, es ist vielleicht etwas für Kinder eingerichtet oder so. Also wir reden da eigentlich doch stark von einer Prägung, die nicht nur einem Gast, sondern auch einem Bewohnenden etwas bieten. Was ist jetzt mit den Erdgeschossen? Wie gesagt, es ist nicht einfach. Es ist nicht so, dass man sagen kann, wenn ein Laden auszieht, dann mach doch das oder mach doch dieses. Es ist relativ eine subtile Angelegenheit und wir können Ihnen einfach zeigen, was hat denn funktioniert in anderen Städten oder was sind so Inspirationen. Einerseits kann man sagen, es geht sicherlich mehr in Richtung Dienstleistung. Also Sie haben es heute schon, dass Sie Dienstleister wären, vielleicht Coiffeur, Reisebüro, Berater zum Teil, da ist es ein Wohncoaching, Ausstellungsräume. Manchmal geht es in Richtung Handwerk und Trödel. Da haben wir etwas aus Romanshorn genommen, so ein bisschen als witzige Sache. Ob jetzt das nachhaltig, ob jetzt das toll ist, das ist immer die Frage. Es sind auch nicht
gleich attraktive Nutzungen wie vielleicht ein Detailhandel. Da sind wir uns auch bewusst. Das ist, ein Laden ist immer eigentlich das Schönste, was man sich vorstellen kann. Das haben wir oft nicht mehr. Aber wir haben immerhin eine belebte Situation. Wir haben Leute, die etwas machen, die vielleicht eben eine Werkstatt haben innen drin, plus noch einen Internethandel. Und aus dieser Kombination von verschiedenen Aspekten könnten die ihre Miete zahlen, sie könnten dort existieren. Klar ist, und das ist auch ein Thema, wo wir mit den Grundeigentümern, also mit den Hauseigentümern anschauen, dass die Mieterträge auf den Erdgeschoss, die werden in Zukunft relativ bescheiden sein. Das ist einfach so. Also die Erträge, die wir hatten, mit den klassischen Läden, die erreichen wir nicht mehr. Wir haben meistens die Erfahrung gemacht, dass wir so einen Pegel erreichen, irgendwo bei 100 Franken pro Quadratmeter und Jahr. Und dann haben wir plötzlich wieder eine Nutzungsvielfalt, wo eben auch solche Formate dann einziehen können. Das heisst aber noch nicht, dass das einfach mit dem gelöst ist. Es ist, wie gesagt, es ist ein subtiles Finden von Möglichkeiten. Das ist jetzt wieder eine attraktive Sache, eine Kombinutzung, Beispiel in Weinfelden. Manchmal liegen die Lösungen in Kombinationen, dass vielleicht jemand sagt, ich habe eine Buchhandlung, einen Buchladen und einen Kaffee, ich habe einen Coiffeur und eine Bildergalerie, ich habe verschiedene Möglichkeiten oder ich habe einen Arbeitsplatz. Ein Coworking kann ein Thema sein. Aber sie werden auch dann, sie werden natürlich nicht alle Erdgeschossflächen können besetzen. Sie werden vielleicht auch wieder Erdgeschosse haben, sie sagen, okay, es ist vielleicht ein Veloabstellraum fürs Wohnen, der drüber ist. So pragmatisch muss man sein. Da ist das Wohnen nochmal schnell. Vielleicht noch ganz kurz, wir werden uns ja bei unserer Arbeit oder mit unserer gemeinsamen Arbeit werden wir uns auf die Altstadt konzentrieren. Das ist das Umfeld, das heute Sorgen macht. Trotzdem haben wir das Gefühl, es ist noch wichtig, dass Sie einfach noch schnell ein paar Impressionen hören, wie wir denn Ihre neue Mitte erleben. Sie sehen, die neue Mitte, oder wie man das will sagen, ist nicht ganz klar, wo die ist. Und das ist sicher eine der Hauptherausforderungen, die man in Zukunft lösen muss. Ist das da die neue Mitte? Was hat das für eine Funktion, der Bushof? Oder ist das die neue Mitte, da wo eigentlich die Einkaufsnutzungen sind, St. Galler Straße? Das ist in dem Sinn noch nicht ganz so klar. Sie haben eine rege Bautätigkeit im Werk 2. Das heisst, auch dort kommen sie plötzlich wieder ganz neue Nutzungsimpulse über, wo wieder die Frage aufwirft, ja, wo ist jetzt die Mitte, wo gehe ich jetzt posten, wo sind meine Fusswege, wo komme ich durch, wo ist mein Restaurant und so. Der Mix oder die Synergie von Erdgeschossnutzungen, die ist noch nicht so klar in dieser neuen Mitte. Und wir haben das Gefühl, das wird auch etwas sein, wo man darüber reden müssen, jetzt nicht in unserem Prozess. Da sind andere Instrumente wahrscheinlich die richtigen. Grundsätzlich haben wir einfach gesehen, im Moment gibt es sicher eine Tendenz, dass man sagt, ja, wahrscheinlich ist das Zentrum, das kommerzielle Zentrum, das publikumsorientierte Zentrum von Arbon ist möglicherweise da. Aber es gibt auch im Prinzip die Frage, wieso ist es eigentlich nicht da? Also da ist der Bushof, Hammel, Bahnhof, da ist die Drehscheibe vom öffentlichen Verkehr. Also man könnte sagen, ja, eigentlich könnten sich die Läden, die da jetzt sind, die könnten sich ja nach hinten öffnen, oder? Und der könnte vielleicht auch noch ein Tor machen, so, dass man plötzlich eine Platzsituation überkommt. Mit dem Vorteil, dass man nicht wieder muss, eigentlich den öffentlichen Raum mit dem Verkehr teilen. Das haben wir ja schon mal gehabt, das haben wir ja mit viel Aufwand jetzt gelöst in der Altstadt und da haben wir es eigentlich wieder. Also Sie sehen, das sind spannende Fragen, aber wie gesagt, wir haben das jetzt mehr so ein bisschen als externe Betrachter mal ins eingebracht und werden sicher auch dort der Stadt Botschaft können geben, schauen das genau an, da ist eine gewisse Chance rum, aber sicher auch eine gewisse Herausforderung, da herauszufinden, was ist richtig für die nächsten 20, 30 Jahre. Was für uns wichtig ist, vor allem die Frage, wie kommen denn die Leute, und die gibt's ja, die sind ja da, die Kunden, das Publikum, die sind da, wie kommen denn die zu den anderen Stadtquartieren, oder wie kommen die überhaupt in die Altstadt, wie kommen die zum See? Und Sie sehen da mit diesen grünen Pünktchen, sind so ein bisschen wie Fragen aufgeworfen. Ja, wo geht man denn jetzt durch? Wenn ich da jetzt gepostet bin oder im Migros gegangen bin, wie komme ich in die Altstadt? Wie ist es denn attraktiv? Geht man überhaupt gern zu Fuß oder ist es schon zu weit, dass man sagt, nein, das ist mir zu weit. Ich
finde es nicht attraktiv, ich gehe mit dem Auto oder ich gehe gar nicht. Das sind eigentlich Fragen, die uns beschäftigen, weil je eher, dass natürlich die Personen, die vielleicht da sind, mal einen Fußweg in eine Altstadt machen, umso mehr können wir dort wiederum Nutzungen haben, die sagen, mal eine gewisse Publikumsfrequenz brauche ich. Das sind so ein bisschen die Gedanken zu dieser sogenannten neuen Mitte. Und vielleicht noch ein, zwei Gedanken zum Thema Seeufer. Wir haben den Eindruck, Seeufer ist darum relevant für die Altstadt, weil es, wie gesagt, eine Synergie und eine Konkurrenz für die Altstadt ist. Es ist nicht das Gleiche. Sie haben im Seeufer erstens mal natürlich eine riesige Parkanlage, die außergewöhnlich ist, die sicher auch schweizweit wirklich einen hohen Wert darstellt. Das darf man wirklich sagen. Gleichzeitig haben sie einen extrem saisonalen Betrieb da unten. Das heisst, im Sommer ist komplett eine andere Welt als im Winter. Im Sommer haben sie mehrere tausend Gäste, die da jeden Tag durchfahren, nur schon mit dem Velo. Also da unten läuft etwas und die Frage stellt sich natürlich, was soll denn da unten laufen? Und die Stadt ist dran, in einem separaten Prozess auch das mal anschauen zu lassen. Das wird auch mit unserem Prozess gekoppelt werden, dass man sich die Frage stellt, was ist eigentlich da unten richtig? Sicher wird niemand darüber reden, das zu bebauen. Aber die Frage ist nur schon, wenn wir die Gäste schon da unten haben, was machen wir eigentlich mit diesen Gästen? Lassen wir sie durchfahren? Oder tun wir ein Schild an, bitte komm in die Altstadt? Oder machen wir ein Pavillon und sagen, nein, du kannst eigentlich gerade hier absitzen, weil da ist ja doch viel schöner. Und das sind relativ delikate Fragen, Sie können sich das vorstellen. Also stellen Sie sich vor, der Bindella kommt und sagt, ja mal, ich mache in Arbon ein Geschäft auf, also Sie kennen es vielleicht, das ist ein gehobenes Essen, tipptopp. Was würden Sie dem Bindella raten, wo er sein Restaurant aufstellen soll? Sie sagen, ja, du bist so in die Altstadt rein, oder? Dann wird vielleicht sagen, ja, könnte schon, aber um ehrlich zu sein, eigentlich außergewöhnlich ist doch der Sebi, oder? Und Sie sehen, das ist die Konkurrenzsituation, die wir einfach haben. Also, dass der See, oder man kann es vielleicht so sagen, alles, was in der Altstadt gut läuft, läuft am See unten möglicherweise noch besser. Und das ist etwas, was wir ein bisschen lösen müssen in unserer Nutzungsstrategie, dass wir uns überlegen, wie ist denn die Koexistenz zwischen See und Altstadt. Also da ist eine Nutzung, wo man kann sagen, ja, die ist wunderbar am See. Und ich denke jetzt nicht, wenn man denen würde sagen, komm, zeugt doch in die Altstadt, das ist doch auch schön. Die würden sagen, hey, die Realität ist ganz eine andere. Die Leute sind da unten. Da kann man effektiv, wir haben einen Übernachtungsgast etc. Also relativ eine knifflige Ausgangssituation. Mindestens, wenn es darum geht, die Frage zu beantworten, was läuft in die Zukunft wo? Welche Nutzung ist denn wo? Welche ist in der neuen Mitte? Welche ist in der Altstadt? Und welche ist am See unten? Oder in der Seenähe, kann man sagen. Voilà. Ich hoffe, Sie spüren, das sind die spannenden Fragen, die uns entgegenkommen, wenn wir bei Ihnen sind, wenn wir quasi Ihre Stadt anschauen, dann merken wir, das wird nicht einfach werden. Und wir haben das Gefühl, die Nutzungsstrategie, die wir durchführen, ist ein guter Rahmen, um sich begegnen, um miteinander zu schauen, ja, was stimmt jetzt, was geht, was ist überhaupt möglich, was ist nicht möglich. Und es ist ein partizipativer Rahmen, wie gesagt, es geht wirklich darum, dass man relativ viel zulässt und nicht nur immer wir sagen, was wahrscheinlich richtig ist, sondern dass man auch miteinander redet und dass man verschiedene Impressionen hat. Und wir möchten jetzt auch noch nach der Präsentation, die ich jetzt da mache, wir würden uns auch noch wundern, dass Sie vielleicht auch etwas noch sagen, dass wir sagen, an was müssen wir denn denken, wenn wir jetzt daran arbeiten, an dem Projekt, was darf nicht vergessen gehen. Sie werden natürlich später auch jederzeit dürfen, ein Mail an den Frau Neier schicken oder an uns. Das ist keine Frage, aber es wäre noch schön, so ein paar Stimmen zu hören. Vielleicht zuerst aber noch schnell, was ist denn die Nutzungsstrategie? Wie gesagt, es hat viel zu tun mit Reden, mit Zulassen. Aber wir machen das ein bisschen strukturiert. Und zwar sieht es so aus, wir machen zuerst eine öffentliche Veranstaltung. Das ist das, was wir jetzt machen, heute Abend. Nachher kommen die Leute in der Altstadt, die Hauseigentümer und die Lädler in der Altstadt kommen eine Umfrage über. Das sind da Geschäfte, ich kann sagen, wir haben es mal so angeschrieben. Und das sind die Eigentümer, die kommen also je eine Umfrage über, dürfen die Umfrage beantworten. Und werden nachher von uns je in einen Workshop eingeladen. Also das wäre wieder Geschäfte kommen separat und Hauseigentümer kommen separat. Warum
warum arbeiten wir so konzentriert mit den Geschäften und mit den Hauseigentümern? Weil das sind die beiden Parteien, die müssen investieren können. Das sind die, die Sicherheit brauchen. Die müssen eine Strategie haben. Die Bevölkerung wird abgeholt, einerseits hier in diesen beiden Veranstaltungen am Anfang und am Schluss, plus die Bevölkerung wird abgeholt über Geschäft vom Ortskern, indem das Geschäft uns natürlich sagt, was den Kunden wollen. Der Geschäftsinhaber ist immer eigentlich der, der für seine Kunden redet. Und der Hauseigentümer ist der, der sagt, was seine Mieter brauchen. Also kann man sagen, wir haben eine relativ gute Abbildung von dem, was gebraucht wird. Plus, wie gesagt, unsere Kanäle sind offen. Und der Output, kann man sagen, von einer Nutzungsstrategie, das sind eigentlich Massnahmen, dass man sagt, was machen wir denn konkret? Und mit diesen Massnahmen muss man nachher in die Umsetzung gehen. Das heisst, nach 8 Monaten oder so, wenn wir fertig sind, dann haben wir eigentlich noch nichts erreicht. Das ist leider so. Da haben wir möglicherweise Einigkeit und wir haben möglicherweise eine Vorstellung, was wir wollen. Und wir müssen nachher daran gehen, das umzusetzen. Das ist so, das wird es immer so haben. Man kann aber sagen, in der Regel haben wir einen guten Impuls, den wir setzen können, dass wir gemeinsam spüren, wo könnte es hingehen, dass vielleicht eine Abstimmung nachher funktioniert, dass man sie annimmt, dass man sagt, oh, das ist der richtige Weg. Oder dass man vielleicht etwas anderes macht, da wie Weinfelden, wo der Mist-Zentrum jetzt seit 5 Jahren schon bereits am Arbeiten ist, wo genau die Fragen nachher umsetzt. Also all das, was man gesagt hat, das wäre doch gut oder das müsste man doch. Dass man sagt, okay, und wer macht es jetzt? Und Weinfelden hat jetzt einfach gesagt, gut, wir brauchen 51%, die mit den Läden, mit den Hauseigentümern etc. schaut, dass die Sachen auch wirklich umgesetzt werden. Das ist eine Stossrichtung, wo man gehen kann. Aber man kann auch etwas anderes machen. Das ist das Beispiel aus Aarberg. Da haben wir zusammen mit der Stadt und einem grossen also mit dem Migros zusammen haben wir gesagt, der Migros möchte in Aarberg möchte er bauen. Und wir haben gesagt, schaut, dass der Migros am richtigen Ort ist. Setzt alles daran, dass der in dem Fall näher der Altstadt kommt. Und Sie können sich vorstellen, näher die Altstadt an, für so eine riesige Kiste geht eigentlich nicht in der Regel. Und wir sind so frech gewesen und haben gesagt, wo das geht, aber wir müssten einfach die Post abreissen. Und das ist jetzt der Plan. Also man hat natürlich mit der Post müssen reden, man kann denen nicht einfach etwas wegnehmen. Und die haben sich dann überzeugen lassen und Aarberg wird jetzt das Objekt bauen, zusammen mit der Post. Unten ist Post, Busbahnhof, oben ist Migros. Und sie stehen eigentlich da, wo sie jetzt fotografieren, fast mit einem Fuß schon in der Altstadt. Das ist jetzt in dem Fall gegangen. Das wird in Aarborn nicht das Thema sein. Man wird in Aarborn jetzt nicht über den Bau reden. Aber so eine Nutzungsstrategie kann auf dieser Ebene von grossen Playern, von Planung, von Stadt kann etwas bewegen. Einfach zu meinen sagen, die Umsetzung ist wichtig und man muss sie anpacken. Wir, wie gesagt, wir können eine Strategie liefern. Voilà. Dann würde ich jetzt mal aufhören zu reden und dann würden wir Ihnen zur Verfügung stehen. Und würden, wie gesagt, sehr, sehr gerne von Ihnen hören, was müssen wir mitnehmen in den Prozess? Was ist wichtig? Was darf nicht vergessen gehen? Sie müssen uns jetzt noch nicht unbedingt Ihre Lösung sagen, Sie dürfen sie. Aber uns ist fast wichtiger, dass wir wissen, was sind denn Themen, die müssen mitkommen, dass wir die können nachher in dem Prozess auch in einer gewissen Tiefe anschauen. Damit wir etwas hören. Lukas auch. Ich finde es jetzt in der Corona-Situation nicht so schlau, dass sie auch die Bevölkerung nicht besser einbauen. Weil wir sehen, ihr habt gesagt, die Bevölkerung, die Anwohner, oder nein, wie nie, die jetzt nicht direkt in der Altstadt wohnt, sondern ein paar Strassen weiter, habe ich nicht große Möglichkeit, um an so Umfragen teilzunehmen. Ich habe gesehen, heute ist die Bevölkerung eingeladen, maximum 50 Leute. Und ich würde es beliebt machen, dass man die Umfrage gleich öffnet, weil man kann die ja freiwillig machen. Weil ich bin überzeugt, dass da ganz andere Anliegen von Leuten, die Vereinsmenschen sind oder die auch ab und zu in Ausgang oder alles gehen trinken, andere Inputs kommen wie von Eigentümern oder Lädenbesitzer. Vor allem jetzt in der Corona-Zeit würde ich es beliebt machen, dass man die Umfrage öffnet. Okay, wir nehmen das entgegen. Ich weiss jetzt nicht, wieso sind nicht 50 Leute da? Also auch, oder man muss auch immer realistisch sein. Also nichts gegen Partizipation. Der Termin ist recht kurzfristig gekommen. Ja, okay. Und die Leute haben einfach auch Angst, muss man einfach auch die Realität sehen. Also es sind verschiedene Faktoren.
Aber es ist gut, also wir nehmen das entgegen und da muss sicher die Stadt schauen, wie sie sich da möchte. Mein Name ist Reto Gmür, wohne im Städtli, ein Haus in der Altstadt. Mit uns ist einfach wichtig, dass man nicht jetzt hingeht oder will, oder dass man mitnimmt, dass man Städtli nicht koppelt, wird abkoppeln vom Verkehr, dass man den Verkehr irgendwie wie symbiotisch zulässt. Also mit uns ist wichtig, dass man immer will, eine Altstadt beleben, dass man zuerst einen Raum schafft, wo man sein Auto abstellen kann und dann zu Fuß hingehen kann. Weil man ja viele Sachen dezentriert. In der Migros ist in der neuen Stadtmitte und von dort unten läuft dann niemand auf. Das haben wir ja vorher gehabt. Ich denke, das ist so. Dann müsste man zuerst die Möglichkeit schaffen für jemanden, der jetzt nicht mehr kann, auch schlecht zu Fuß ist, dass er vielleicht das Auto praktisch parkieren kann in der Altstadt und dann von dort aus flanieren. Also, ich finde es einfach wichtig, dass man den Verkehr nicht komplett abkoppelt. Ja. Also Velo, klar, ist logisch, oder? Mhm. Velo dreht im Sommer, ist im Sommer sehr wichtig. Ja. Aber sonst darf man es einfach nicht vergessen, es ist nicht immer schön, es regnet einmal und es ist einfach ja, wichtig, denke ich, dass man auch mit dem Auto herfahren kann. Nicht gerade jetzt mit drinnen, aber dass man mindestens die Möglichkeit hat, irgendwo abzustellen und vernünftig irgendwo zum Metzger zu gehen oder zum Bäck, oder? Also Sie reden jetzt einerseits über Kunden von den Geschäften, aber sicher auch wahrscheinlich für die Bewohner, dass man die Bewohner dass also die in der Wohnsituation Lösungen. Ist es eh schwierig, oder? Die meisten Liegenschaften haben 3-4 Wohnungen drinnen und haben keine Parkplätze generiert. Also die können die Wohnungen nicht vermieten, jemand, der zum Beispiel ein Bärli, der 2 Autos hat, oder? Das ist fast unmöglich. Also die sind immer im Stress, wo habe ich einen Parkplatz, dann hat es ja die Zonenpark oder die Parkscheiben, die man bei der Gemeinde lösen muss, von denen haben wir auch nicht genug. Also es ist schwierig, oder? Wenn man Wohnungen hat in der Altstadt und keine Parkplätze kann anbieten, dann ist man einfach verloren und dann ist man auch nicht mehr gewillt, um etwas zu investieren, oder? Irgendwo. Ja. Meine, die Wohnungen sind dann leer oder sind einfach irgendwie Sozialhilfebezüger letztendlich, die dort wohnen, die kein Auto haben oder Leute, die kein Auto mehr brauchen. Ja. Ja, merci vielmals. Entschuldigung, ich wohne auch in der Stadt, im Städtli, bin selber kein Wohnungseigentümer, sondern bin Mieter. Wegen der Autoproblematik einerseits verstehe ich das, dass Parkplatzmöglichkeiten wohl jetzt auch aktuell und in Zukunft weniger da sind. Aber jetzt die andere Sache wegen der Anbindung von der neuen Mitte, von den Geschäftszentren dort zu der Altstadt, denke ich, ein Pendelverkehr mit einem eigenen privaten Auto jetzt von dort in die Altstadt finde ich doch jetzt ein bisschen übertrieben. Man könnte zum Beispiel dort auch einen Altstadtbus, so also einen Shuttlebus könnte man zum Beispiel machen und dann wäre das Problem eigentlich schon gelöst. Nur als Randbemerkung noch. Also zu der Parkplatzsituation würde ich nur sagen, ich kenne keine wirklich attraktive Altstadt, die Parkplätze in der Altstadt hat. Die sind leicht außerhalb. Also von dem her sehe ich das auch etwas anders. Also Sie sagen mindestens, kann es nicht sein, dass man jetzt quasi die Außenräume vermehrt zum Parkieren wird brauchen. Also es macht eine Altstadt sicher unattraktiver, wenn man an den Autos vorbeiläuft, wenn dort viele Parkplätze sind. Mhm. Und die Altstädte, die ich kenne, die wirklich attraktiv sind, haben nicht wirklich Parkflächen in der Altstadt. Mhm. Ja, also eher vielleicht ein Parkhaus zum Teil oder angrenzend an der Altstadt. Allenfalls, ja. Also ich habe nicht gesagt, dass die Parkplätze in der Altstadt sein müssen. Ich will auch nicht mit drin Parkplätze. Ich rede von Plätzen, die man gut nutzen für den Römerhof zum Beispiel. Unten innen könnte man ein zweistöckiges Parkhaus machen. Ist sehr nah an der Altstadt, aber nicht mit drin. Man kann aussteigen und ist in 2 Minuten beim Metzger. Also, oder kann einen Kaffee trinken, so meine ich das. Also nicht mit drin Parkplätze, das will ja niemand, oder? Das ist ja klar. Aber auch für die Wohnungsmieter haben die Möglichkeit,
zentral irgendwo ihr Auto fest einen Parkplatz zu mieten und dann schön zu wohnen. Oder? Sonst hat er wirklich immer einen Stress. Also, der kommt vielleicht von St. Gallen oder arbeitet außerhalb von Arbon und muss jeden Abend einen Parkplatz suchen, weil er keinen mieten kann. Also, das ist doch ein Zeichen. Oder? Ja. Dass man da einfach mit einbezieht oder? In die Situation. Das ist mir wichtig. Merci. Ja, mein Name ist Peter Ebi, ich wohne auch in der Altstadt, und zwar direkt an der Hauptstraße. Zuerst möchte ich mal sagen, und zwar dem Stadtrat sagen, danke vielmals, dass ihr das Projekt wieder einmal in die Hand nehmt, dass man ernsthaft will dahinter gehen. Und was ich jetzt heute Abend gesehen habe, der gefällt mir schon grundsätzlich vom Vorgehen. Ich denke nicht, dass heute der Tag ist, wo man diskutieren kann, wo braucht es Parkplätze, wo ist der Laden, sondern nach dem Schema, wo sie aufgezeichnet haben, sagt so, und jetzt machen wir den Schritt, haben eine Information gemacht, sind leider halt nicht 50 da, aber ist schon offensichtlich auch im Fernsehen übertragen worden. Man weiss jetzt, was die Stadt vorhat, welchen Schritt will machen. Und für mich ist jetzt der erste Schritt einfach mal gemacht, und jetzt machen wir möglichst schnell, damit man die 10 Monate anbringt, möglichst schnell den nächsten Schritt, wie sie es gemeint, mit den Ladenbesitzern, mit den Hauseigentümern, dort einmal in den Workshop arbeiten. Und dort kommt alles das auf den Tisch, was da jetzt vielleicht auch schon angetönt worden ist. Aber ich glaube nicht, dass heute nutzbringend ist, wenn man über Parkplätze redet oder über irgendeinen Laden oder über C-Anlagen. Da bringt es heute, glaube ich, nicht. Merci. Danke, ja. Mein Name ist Tomaselli, wir haben auch einen Laderaum in der Altstadt plus die Wohnung in der Altstadt. Ich war eigentlich auch in den Projektgruppen zum Teil dabei gewesen, die wir letztes Mal hatten. Wieso ist es gescheitert? Also, oder ich möchte zuerst noch auf den Punkt vom Herrn Auer, weil ich, obwohl der Herr Stark gesagt hat, ja wieso, jetzt sollen wir mal mit den Geschäften reden, aber Sie haben ja zentral gesagt, wir wollen ja die auswärtigen Leute reinbringen. Darum müssen wir ja auch die auswärtigen Leute fragen, was gern von der Altstadt erwartet. Darum ist der Punkt von mir auch schon noch zentral, oder? Wir können ja nicht etwas wünschen. Auch ich denke, ich hätte es gerne so. Die in der Hauptstadt hätte es gerne so. Und da haben wir nicht eine Person mehr drin, wahrscheinlich, oder? Und darum finde ich schon auch wichtig, was erwartet die Touristen, die von Deutschland mit dem Schiff hier ankommen, was vermissen die jetzt aber? Oder? Mhm. Was vermissen die alle Einwohner, die 10'000 Einwohner, die wir noch haben, hier in der Umgebung, mit Fasnacht, Arbon, und was vermissen die an der Altstadt, dass die nicht reinkommen? Das ist ja natürlich schon noch zentral. Mhm. Der andere Punkt, den ich gefunden habe, wir sind jenste Sitzungen zusammengehockt, haben auch über das geredet, ja, da tun wir dann Beruhigungszonen oder Fußgängerzonen machen, und da finde ich leise, und es ist alles wäre auf Begegnungszonen ausgegangen. Und am Schluss hat es am Kanton gescheitert, weil der es da nicht bewilligt hat. Und ich höre auch immer wieder von Leuten, die etwas machen in der Altstadt, wo es einfach an dem Reglement scheitert. Mhm. Und jetzt meine Frage, wie gross ist eure Erfahrung mit anderen Altstädten? Also ich meine, das Baureglement oder das Ausnutzungsreglement kann man nicht einfach so ändern. Aber wie gut kann man da Einfluss nehmen auf den Kanton und sagen, hey Kanton, wenn wir in der ganzen Altstadt eine Begegnungszone wollen, dann wollen wir das. Dann kann nicht der Kanton kommen und sagen, oh, da hat es wenig Frequenz an Fußgängern, oder machen wir nicht, oder dürfen wir nicht machen. Das war ein grosses Hindernis letztes Mal eigentlich. Da hat man einen riesen Plan gemacht. Ja. Und am Schluss hat es einen riesen Cut gegeben. Ja. Also wir haben das leider auch im Frauenfeld so erlebt, aber also die Verwaltungen bewegen sich, und ich glaube, die Uli-Strasse ist auch der richtige Mann. Gut, darf ich auch dazu etwas sagen? Von meinem Hintergrund her, oder? Ich bin 17 Jahre im Kanton St. Gallen zuständig für die Raumplanung und bin seit 3 Jahren selbstständig. Und ich glaube, mit dem Kanton kann man, wenn man eine gute Strategie hat, wenn man weiss, wo man hin will, kann man reden, da bin ich überzeugt. Ob man dann alles kann regeln kann, ist dann die andere Frage, oder? Ich kann einfach sagen, ich habe relativ viel Erfahrung mit Denkmalpflege, Tiefbauamt und, als all die Player, die in diesen Städten mitreden.
Aber ich glaube, wenn man eine gute Strategie entwickelt, wenn man Ideen hat, wenn die Stadt sagt, so, da wollen wir jetzt so für unsere Altstadt, dann bringen wir einiges an. Also. So. Ja. Nein, es ist auf jeden Fall, dürfen wir nicht aufhören, es einzufordern. Das ist wirklich wichtig. Also es ist schon so, dass ein Kanton hat ein bisschen einen anderen Blickwinkel. Und es ist wichtig, immer wieder zu sagen, wir als Gemeinde möchten das und wir brauchen das auch. Und die Annäherung findet schon auch statt. Aber wir haben wirklich auch oft erlebt, es ist zäh, dass man beim Kanton weiter das Verständnis nicht überkommt, wo man das Gefühl hat, das muss doch jetzt irgendwie möglich sein. Aber es bewegt sich wirklich einiges. Ich kann Ihnen ein Beispiel sagen. Vor 10 Jahren wäre es mit einem Tiefbauamt undenkbar gewesen, undenkbar auf einer Kantonsstrasse durch eine Altstadt durch über Tempo 30 diskutieren. Ist heute möglich. Mindestens im Kanton St. Gallen, in Zürich, ist heute möglich. Vor 10 Jahren undenkbar, oder? Also ich sage einfach, wenn man die Themen auf den Tisch bringt und es dann auch einfordert, dann bringt man sicher etwas an. Eine neue Idee zum Ideen gewinnen. Wir sind ja alles, wenn ich so umschaue, Erwachsene, fortgeschrittene Erwachsene, haben auch unseren erwachsenen Tunnelblick teilweise oder unsere Supervernunft, um Ideen vielleicht zu kreieren, die außerhalb von unserem Horizont sind. Eine Idee wäre vielleicht mal in die Schulhäuser gehen und dort einen Zeichnungswettbewerb machen, wo Kinder Visionen können zeichnen von der Altstadt oder was sie von der Altstadt, wie sie sie selber erfahren oder was das überhaupt ist. Oder wie sie sich die Altstadt könnten vorstellen in Zukunft. Dass man dort vielleicht noch einen Fundus könnte aufmachen könnte. Also da mit der Schule, ich glaube, das Projekt ist schon mal gelaufen. Die Möglichkeiten haben sie gehabt, so wie ich, dass ich informiert bin. Hat man es mal recht auch in Workshop einbezogen. Und da sind eben so Sachen rausgekommen, logisch wie Klassenstand und etc. Ja, eben ja, aber ich meine jetzt nur, die Idee ist gut, aber es ist wirklich schon mal, der Prozess ist schon mal durch gewesen mit den Schülern und auch mit x Workshops, die wir halt schon hatten. Und eigentlich wiederholt sich alles immer wieder. Gut. Mein Name ist Christine Schuhwerk. Ich bin vom Quartierverein Altstadt. Und meine, Sie haben es vorher erwähnt, dass der Zugang vom Hafen in die Altstadt, und ich finde, das sollte man separat wirklich gut anschauen, dass der raufkommt, dass man die Leute raufbringen. Ja. Wir machen jetzt eine Gastronomie, aber ich sage immer so halb-halb. Wir müssen nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig machen unten am Hafen, sonst bringen wir die Leute nicht mehr in die Altstadt rauf. Und da wäre ich froh, wenn sie einen guten Gesichtspunkt machen. Ja, ich glaube, Sie können sicher gut beurteilen, wie das diffizil ist, dort eine gute Gesamtsituation zu schaffen, dass man wie einerseits den außergewöhnlichen Ort würdigt, den sie halt haben, und andererseits irgendwie aber auch eine Motivation bietet, dass die Leute mal in die Altstadt durchkommen, dass sie vielleicht dort etwas weiteres finden. Ja. Dann habe ich noch eine zweite Frage. Wir haben ja schon mal so einen Workshop gemacht. Lebensraum Altstadt. Da sind wir mit 95 Personen im Sepaksaal gesessen und haben über alles diskutiert. Am Schluss ist es dann halt mehr um die Sanierung der Leitungen gegangen und schöne Strassenraum. Aber wir haben natürlich auch anders diskutiert. Ja. Und ich hoffe einfach, dass meine Mitglieder immer noch gewillt sind, wieder einen Workshop mitzumachen, wo dann hoffentlich auch etwas rauskommt. Ja. Ja, merci. Also wir werden auch probieren, im Prozess, wo wir jetzt anfangen, nach Möglichkeit Sofortmassnahmen abzufragen. Also dass wir auch, wie in der Begleitgruppe, die es dann wird geben und wo eben Organisationen dann willkommen sind, zum Mitschaffen, dass man auch fragt, gibt es denn etwas, was man eigentlich könnte jetzt schon mal anpacken? Nicht alles muss den ganzen Prozess durchlaufen, sonst gibt es Sachen, wo man sagt, komm, das wäre möglich. Weil wir glauben auch, es ist viel verlangt von den Leuten, immer wieder in die partizipativen Prozesse zu investieren und zum Teil halt auch wieder zu realisieren, ja, es ist nicht wahnsinnig viel passiert. Ja. Name ist John Mörtli. Ich frage mich, warum wir es so kompliziert machen.
Vielleicht brauchen wir nur schöne Straßen. Wir machen Ziegelsteinstraßen, wir verschönern unsere Altstadt. Die Leute kommen, sie machen schöne Fotos mit Freunden. Und wir können diese Geld benutzen von Kanton. Also sie, das könnte so einfach sein. Also ich glaube, die Umgestaltung vom Strassenraum, das wird sicher ein zentrales Thema sein. Und wahrscheinlich auch der zentrale Kostenpunkt. Aber wahrscheinlich wird die Kunst wird sein, nicht nur eine Ausserumgestaltung zu machen, die einfach irgendwie ein paar Millionen kostet, sondern sich grundsätzlich überlegen, wie sieht denn die Altstadt aus in 10, 20 Jahren, was hat das für Nutzungen? Aber ich glaube, dass man den Ausserraum muss gestalten, ich glaube, das ist unbestritten. Die Frage ist einfach, in welchem Verhältnis steht das zu den Nutzungen, die wir dann auch noch haben. Es gibt eine Straße, ich denke, es ist Rathausstraße. Das war schon gemacht gemäß die geplante Verbesserung oder Lebensraum. Und es ist grüßig, wie es gemacht ist. Ich denke wirklich, es wäre ein großer Schritt vorwärts, wenn wir die Straßen schön machen. Mhm. Wenn wir denken von St. Gallen, Gallusplatz, es ist wunderschön da. Mhm. Und wieso? Es gibt ähnliche Häuser als hier in Arbon, aber die Straße ist schön. Es ist mit Stein gemacht, Ziegelsteine oder was. Und es macht eine wunderschöne Foto. Man möchte da einfach Zeit verbringen, plaudern, einen Kaffee trinken, Wein oder was. Das ist für mich sehr, sehr wichtig. Wir hatten eine sehr schöne Straße, auf die Promenadenstraße, aber dann gab es einen Bruch von einem Rohr und dann hat die Stadt Arbon das nicht wiedergestellt wie vorher. Schade. Vielleicht sollen wir, wo die Rohren sind, einfach kein Ziegelstein stellen und dann können wir das ausgraben bei Gelegenheit. Aber ich denke, es ist wichtig, Blumen, Banken, aber Straßen sollen sehr schön sein und vielleicht ein bisschen Geld für die Einwohner oder die Besitzer von Häusern im Altstadt, das Fassade ein bisschen zu verbessern oder anzupassen, malen oder so etwas. Merci. Ja. Ich hätte gleich noch eine Frage. Nach diesen 10 Monaten haben Sie dort gesagt, Strategie und Massnahmen. Was haben wir denn in diesen 10 Monaten? Wer macht denn noch den Plan? Sie machen nur die Strategie. Massnahmen. Also der Prozess endet mit einem Set von Massnahmen, wo wir gemeinsam das Gefühl haben, das wäre das, was man jetzt tun muss. Und das sind zum Teil kleine Massnahmen. Es sind Teil grössere und es sind zum Teil Massnahmen, die die Stadt tun soll, und es sind aber auch Massnahmen, die die Hauseigentümer selber dafür schauen müssen. Also ist nicht, aber das wäre der Beginn von der Projektierungsphase? Wenn es ein grosses Projekt ist, muss man dann anfangen zu projektieren. Okay. Ja, das ist ja so. Weitere Fragen sind, bedanken wir uns ganz herzlich, dass Sie gekommen sind, dass Sie Interesse gezeigt haben und freuen uns, wenn Sie weiterhin mit Herzblut dabei sind und sich engagieren und dann, dass wir etwas, einen gemeinsamen Konsens finden, wie wir weitermachen können. Das wäre jetzt einfach das Ziel. Danke vielmals.